Hallo und herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed 2. Ich hoffe, ihr seid schön geschmeidig geblieben und wir reden mit Mario. Ezio, mein Junge, ich glaube, ich sollte dir endlich etwas zeigen. Was? Interessant. Oha, jetzt läuft er aber schneller, unser Mario. Oha. Dies ist unser Altarraum. Er wurde von meinem Urgroßvater erbaut, um das Angedenken der Assassinen zu ehren und ihre Geheimnisse zu schützen. Sieh dich um. Das sind die Assassinen, die in der Stunde der Not die Freiheit der Menschen schützten. Und das ist die Rüstung von Altair. Wenig ist über Altairs Leben bekannt. Doch seine Rüstung ist leicht und doch stark. Ich würde sie dir geben, aber ich weiß nicht wie. Mein Urgroßvater erzählte mir, dass sie verschlossen bleiben würde, bis all ihre Beschützer wieder komplett wären. Ich hörte Gerüchte über Krypten in ganz Italien. Versteckte Gräber mit Schätzen gefüllt, in denen diese 6 vor Jahrhunderten begraben wurden. Vielleicht hat das was damit zu tun. Als ich jünger war, suchte ich selbst nach den 6. Ohne Erfolg. Vielleicht hast du mehr Glück. Um perfekte Synchronität mit Ezio zu erreichen, brauchst du diese Rüstung. Natürlich. Ich habe gerade überlegt, ob vielleicht sogar... Ich habe überlegt, ob vielleicht überlegt wurde, als dieses Spiel gemacht wurde, ob man hier vielleicht sogar die Assassinen reinbaut, die man auch irgendwann spielt, aber ich denke nicht. Okay. Wir gucken uns die Sachen mal an. Leider gerade eine SMS erhalten, wo ich Statue. Auf diesem Podest steht die Statue von Qualngal, dem Assassinen aus der Mongolei. Mit Pfeil und Bogen hat er Chinggis Khans Pferd erschossen. Sieht aus, als würde er in diesem Podest. Als würde er in diesem Podest etwas fehlen. Okay. Dario. Das wollte ich nicht. Auf diesem Podest steht die Statue von Darius, dem Assassinen aus Persien. Mit der versteckten Klinge tötete er Xerxes, der erste dokumentierte Einsatz dieser Waffe. Sieht aus, als würde er an diesem... Ja, auf dem Podest etwas fehlen. Es fehlt auf jedem Podest was. Wen haben wir hier? Waiju! Auf diesem Podest steht die Statue von Waiju, dem Assassinen aus China oder China, je nachdem, wie ihr das aussprechen mögt. Deutsche sagen ja gerne mal China. Mit einem Speer tötete er den ersten chinesischen Kaiser Qin Shi Huang. Sieht aus, als würde auf diesem Podest etwas fehlen. Natürlich fehlt da was. Hier haben wir auf diesem Podest steht die Statue von Amunet. Oh, Assassinen aus Ägypten. Ob wir die vielleicht sogar im Teil, der dieses Jahr rauskommt, spielt, wer weiß. Soll ja anscheinend in Ägypten spielen, glaube ich. Zumindest ist so die Gerüchteküche. Die tötete Kleopatra mit einer Schlange. Sieht aus, als würde an diesem Podest etwas fehlen. Ach ja, tatsächlich. Iltani. Auf diesem Podest steht die Statue von Iltani, der Assassinin aus Babylon. Babylon. Sie vergiftete Alexander den Großen. Sieht aus, als würde sie ihn... Als würde was fehlen. Ja, wissen wir Bescheid. Leonius. Hat er etwa Cäsar umgebracht? Nee. Auf diesem Podest steht die Statue von Leonius, dem Assassinen aus Rom.
Er stach Caligula mit einem Dolch. Oh, bitte, da was? Naja, bereits. Okay, ich glaube, wir haben einen Eingang eines solchen Rätseldingens schon gesehen. Wir konnten nicht rein. Ne, da hatte ja stand dann, wir müssen zu einem späteren Zeitpunkt nochmal dahin. Und ich vermute, dass wir jetzt dort rein könnten, wenn wir den wollten und könnten tun, möchten, sollen. Okay, wir gehen mal ganz kurz nach oben, weil wir haben tatsächlich unseren ersten Lohn erhalten. Und zwar, nee, das ist der falsche Raum. Ist der unten? Tatsächlich, der ist unten. Richtig. Okay, dann gehen wir mal schnell dorthin. So, lalalala. Oh, natürlich so. Alles. Ich hatte jetzt die Hoffnung, wir hätten 3000. Dann hätten wir vielleicht noch was aufwerten können. Haben wir aber nicht. Okay. Jetzt müssen wir doch bestimmt... Guck mal kurz auf die Map. Wir haben ja hier eine Aufgabe. Die Frage ist nur, wohin? Weiß es nicht. Wir gehen mal aus dem Hof hier raus. Obwohl, wir dürfen ja nicht Kaff sagen, weil es ist ja im Prinzip unser Städtchen. Das wäre ein bisschen gemein, wenn wir das einfach Kaff nennen, ne? Das können wir nicht tun. Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. Pflege für alle. Lauf, Forrest, lauf! Entschuldigung, ich muss hier durch, dankeschön. So, können wir jetzt hier gucken, wo wir hin müssen? Ja, da müssen wir hin. Nach Florenze. Ich gucke mal ganz kurz, bevor wir uns hier so auf die Reise begeben. Können wir mit dir... Wir können nach Florenz. Oh, das kostet. Das ist aber frech, oder? Das ist aber frech. Wir müssen doch bestimmt zu Leonardo. Komm, wir machen das mal. Mal gucken, was passiert. Republik Florenz, 1478. Ganz kurz aufs Handy gucken. So. Kurz zurückschreiben. Schön. Oh. Darf mir das ja hier vielleicht ein bisschen mehr erlauben, weil ich ja schließlich im Vergleich zu Assassin's Creed 1 hier viel mehr Folgen bringe. Also viel schneller hintereinander. Wir gehen mal hinein. Hallo? Nein. Leonardo, alter Gassenhauer. Ezio, du lebst ja noch. Sieh sich das einer an. Die letzten 2 Jahre waren gut zu dir. Aber du bist nicht mehr derselbe, was? Ich hoffte, du könntest mir vielleicht mit etwas helfen. Alles für dich, mein Freund. Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Das ist schwer zu knacken. Sehr klug bei der Nutzung der alten Sprachen. Wenn ich vielleicht... Oh! Es scheint sowas wie ein Handbuch verschiedener Assassinentechniken zu sein. Darf ich mal sehen? Warte, was ist das? Dieses Mal ist es kein richtiger Plan, nur eine Serie von Skizzen. Was das wohl zu bedeuten hat? Hoho, natürlich. Und warum nicht? Eine großartige Idee. Kannst du es fertigen, während ich die Sachen aus dem Fragment ausprobiere? Nimm das. Ich lasse meine Assistenten einige Puppen zum Üben aufstellen. Ey, Vincenzo! Habe ich das gerade richtig gesehen? Da hinten? Ich will ja nicht spoilern, aber da hinten war ein Flugobjekt. Was er uns, glaube ich, irgendwann sogar herstellen muss. Aber hier
ist das schon vorhanden. Und ich dachte, er lernt das erst durch uns. Ist jetzt ein bisschen gespoilert vielleicht, aber interessant. Ist mir gerade aufgefallen. So, wir müssen also irgendwas üben. Praktiziere Attentatsfähigkeiten 0 von 3. Versteckte Klinge aktualisieren. Okay, wir müssen in den Hof. Das muss hier hinten sein. Ah, wir lernen jetzt erst vom Springen töten. Ach so, vielleicht ging es darum noch nicht. Tschüss. Eine Fähigkeit haben wir erlernt, beziehungsweise erledigt. Gehen wir mal hier hoch. Lalalala. Da, zack, zack. Und hoch. Und hier ist natürlich, oh, hier ist, glaube ich, die Variante. Ja. Habe ich mir gedacht. Und dann müssen wir gleich noch mal da hoch. Dann können wir endlich den Todessprung quasi machen. Geil, geil. Wir haben nur eine Klinge, ne? Ich hätte gerne die zweite. Ob wir die wohl jetzt kriegen, das wäre der Hammer. Aber ich weiß es nicht, also gehen wir einfach mal gucken. Ich hab's geschafft. Komm schnell, schau. Nimm es, probier es. Hab Dank, Leonardo. Gar kein Problem. Ich will es sehen. Es gibt jemanden, den ich hier treffen müsste, aber ich kann mich ihm nicht öffentlich nähern. Weißt du da einen Weg? La Volpe. Der Fuchs? Psst. Verstehe. Aber weißt du, wo er sich aufhalten könnte? Vielleicht in der Nähe des Mercato, wo die Diebe hausen. Sei vorsichtig, Amico. Was haben wir erhalten? Erreichen Sie Aussichtspunkte? Ja, ja, ja. Aber was habe ich denn jetzt bekommen? Ich muss es nicht verstecken. Hab ich jetzt zwei Klingen? Ich habe zwei, oder? Wenn ich das Symbol da unten angucke. Wir haben zwei. Geil. Der Preis der Perfektion kann nicht in Münzen gemessen werden. Geil, wir haben zwei Klingen ja, eigentlich schon. Sehr geil. In vielen Münzen. Sehr, sehr geil. Ich liebe ja diese Klingen. Fähigkeit, Attentat und Vorsprung erlernt. Ja, das konnten wir vorher noch nicht, obwohl ich es machen wollte. Panzerplatte mit versteckten Klingen erhalten. Ach, das macht Freude. Was ist das denn eigentlich für ein Symbol da? Diese komische... Ja, das sehe ich gar nicht. War so ein ganz komisches... Das hier. Das... Ach so, alles klar. Was ist das hier? Rennen und... Nee, krasse Rennen. Da bin ich jetzt gerade zur Zeit. Nehme ich mal stark an. Komm, wir gehen mal hier auf den Turm. Wo müssen wir lang? Hier drüben. Die Türme sind immer sehr wichtig. Ich weiß, das ist immer eher langweilig, die Türme zu erklettern. Und man hat sich auch nicht gefreut, dass sie dieses System auch in anderen Spielen eingebaut haben. Also Ubisoft jetzt im wörtlichen Sinne. Aber sie sind halt wirklich von Vorteil, dass man sieht, wo was ist und so weiter. Deswegen müssen wir die halt wirklich einnehmen. Wir könnten natürlich auch ohne die Map zu sehen weiter. Das können wir jetzt hier inzwischen, aber... Leuchtet da unten. Ist das etwa eine Feder oder was ist das? Was ist denn der? Ich will es wissen. Wenn ich es nicht erfahre, muss ich leider pissen. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist eine Feder. Ja, es ist eine Feder. Wir haben 5 von 100. Alter, wir sind schon so weit. So, da oben jemand am Meckern. Bin ja schon weg. Ich bin ja schon weg. Mach kein Ärger. Was? Jetzt hier. Du bist erledigt.
Ich bin nicht. Nein! Alter! Oh, Mist. Oh mein Gott! Ich wollte dir noch beklauen. Das war jetzt wieder mal ein klein wenig Böcki. So, wo haben wir denn? Da oben müsste irgendwo ein Dingens sein. Ein Dingens, ne? Damit wir unseren Ruf wieder erneuern können, verschwindern können. Machen wir das natürlich ganz kurz. Das macht, glaube ich, Sinn. Einfach, ich weiß zwar nicht, ab wie die Leute direkt aggro werden, aber sie werden auf jeden Fall jetzt schon neugieriger. Und das wollen wir, glaube ich, nicht. Ja. Ganz gut. So. So, der Ruf ist wieder geregelt und wir laufen mal hier weiter. Irgendwo müsste ja noch ein Turm hier in der Nähe sein. Ich guck mal ganz kurz, weil den haben wir ja vorhin gesehen. Ich glaube, den mache ich auch noch kurz, einfach damit wir hier um diese Mission herum ein bisschen sehen, was da so rum sprenzen. Und unserer ehrenwerten Delegation die blanken Hintern Fragen gezeigt. Was? Blanke Hintern gezeigt? Was? Hallo! Die sind ganz freundlich zu uns, wenn wir nicht gesucht sind. Das finde ich sehr schön. Da hatten wir in den letzten Folgen von Assassin's Creed 1 ganz andere Verhalten kennengelernt. Wir konnten da nicht mal ein Fürzchen lassen, haben die uns gleich verfolgt. Hier lassen wir uns wenigstens unten auf der Straße in Ruhe, auf den Dächern hingegen mögen sie das auch nicht so, wenn wir da so rumlatschen. So, dann hätten wir diesen Punkt auch und dann würde ich sagen, gehen wir mal zu der Mission hin. Keine Ahnung, was wir da tun müssen. Da hinten hat es geleuchtet. Ist schon da? Es scheint so. Ah, ich möchte jetzt gerne so ein Rätselding machen. Das wäre ganz cool irgendwie. Aber ich weiß halt nicht mehr, wo das war. So, was haben wir hier? Fuchsjagd. Da Wolpe, den Fuchs in der Nähe des aufspüren. Okay. Wir müssen also jemanden aufspüren. Wie würde das besser gehen als in dieser Sicht? Lokalisieren. Ja, das Adlerauge, das habe ich schon bereit. Ah, da hinten leuchtet doch jemand ein bisschen an. Weiß leider nicht mehr. Ich weiß leider nicht mehr, wie ich in das eine Menü komme. Warte, kann ich hier irgendwo... ich kann doch in die Steuerung irgendwo, da kann ich doch das bestimmt nachgucken. Option wahrscheinlich. Allgemein Steuerung. Umsehen, bla bla. Steuerung anpassen, gucken wir mal hier. Medizin. Ah, Medizin ist ein. Versteckte Klinge 2, Schwert, Fäuste, Waffenrad. Cool. Das wusste ich nicht mehr. Das wusste ich nicht. Aha. Okay. Kriegt Dresche und zwar satt. Wer kriegt Dresche? Ah, ich gehe dir an die Wäsche, dann kriegst du richtig Dresche. Hier kommt der kühne Edelmann mit langem, starkem Arm. Er ist der Wachenuntergang. In ihren Hosen wird schön warm. Handgevatter Tod bei uns stets wohlgesonnen, seinen Feinden aber graust es arg, noch keiner je entronnen. So geil. Er stresst mich auf eine Art, ne, weil er mich hier quasi bedrängt und mich nie richtig laufen lässt, ähnlich wie in Assassin's Creed 1. Oh. Was? Meine Börse, mein Geld. Euer Geld? Ich habe euer Geld nicht. Oh nein. Komm zurück. Hol mich. Du kleiner Drecksack. Du machst einen großen Fehler, mein Freund. Du kleiner Drecksack.
Allerdings, warum gibst du nicht auf? Gib zurück, was du gestohlen hast! Oh, ich würde, wenn ich könnte. Kann aber nicht. Alter. Ich sag dir, ich mach dich fertig, wenn ich dich kriege. Und wo bleibt da der Spaß?